Einen wundervollen guten Morgen. Heute der einzige Spruch von Facebook. Und zwar, wenn du jemanden liebst, bist du bereit, ihn gehen zu lassen. Kommt deine Liebe freiwillig zurück, wird sie immer dein sein. Ein unglaublich guter Spruch, der reflektiert, wie stark eigentlich die Liebe zu eurem Liebsten ist. Aber ich denke, das ließe sich auch, der Spruch, der liest sich auch über den geliebten Partner hinaus, auch hinsichtlich allen anderen Dingen, allen anderen Menschen halt auch, die man liebt. Ja, ich mag diesen Spruch ultra sehr gerne doll. Und zwar erinnert er mich auch an diese eine Szene bei Das Schöne und das Biest. Ja? Ich war ja noch ziemlich jung, hab den Film gesehen und da war es ja so, dass der Vater, der Großvater hatte ja Probleme und die Belle, die Schöne quasi, die musste, die wollte zurück zu ihm und das Biest hat sie dann gehen lassen und ich weiß noch, wie diese kleine Uhr, Herr von Unruh, und dann zu ihm kam, ah, wieso habt ihr sie gehen lassen, sie war unsere einzige Hoffnung. Und das Biest dann, weil ich sie liebe. Und als Kind habe ich das damals nicht verstanden, weil ich dann dachte, wow, wenn man jemanden liebt, dann will man den noch nicht gehen lassen, loslassen, etc. That's the point. Das ist wahre Charakterstärke im Zusammenhang mit den Dingen, die man liebt. Und das kommt in diesem Spruch unglaublich gut zum Tragen. Ja. Da bleibt mir jetzt an der Stelle nicht noch mehr hinzuzufügen. Wenn du jemanden liebst, bist du bereit, ihn gehen zu lassen. Kommt deine Liebe freiwillig zurück, das ist das Praktische daran, kommt deine Liebe freiwillig zurück, wird sie immer dein sein. Hm?